It's all about humanity. Hey Freunde, willkommen zum heutigen Unboxing. Wir haben 4 Pakete. Ich habe sie alle schon aufgemacht, weil das sind die Feuerwerksvitrine-Bestellungen. Und zwar wurden die ja 2020 nicht ausgeliefert und die sind alle doppelt und dreifach gelabelt. Das heißt, hier überall vorne stand mein Name drauf. Und deswegen habe ich die alle schon mal aufgemacht. Sind 2 kleine Bestellungen, sind vielleicht 200, 300 Euro. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und deswegen sage ich mal, gucken wir gleich mal gemeinsam rein. Wir haben hier als erstes, wir nehmen mal den Karton, ein ganzes Display von den Toshpyro Flötentrio. Das sind so 3 kleine, ich kann mir mal einen rausholen, das sind so 3 kleine Fontänen in Klasse 1. Die pfeifen und haben so einen silbernen Auswurf. Und ich glaube 2 Euro das Paket oder sowas. Ja, wie gesagt, im Display hier sind jetzt 10 Stück drin. Haben wir da schon mal 10 Stück. So. Dann haben wir in dem Karton noch 10-mal die Korsack von Leslie. Das sind so 5-Aufstiege mit Crackling oben. Die Vitrine war die einzigen, die sie gerade zur Zeit hatten. Und deswegen nochmal 10 Stück davon. Ich weiß nicht, soll ich sie alle rausholen? Ist, denke ich, mal langweilig, oder? Ich hole sie trotzdem raus. You always left me satisfied and smiling, so. Haben wir schon mal 10 davon. Kann das Paket auch weg. Also, ist halt alle, ne? So, machen wir gleich mal weiter. Ich komme mal ins Bild. Machen wir mit denen hier weiter. Verpackung. Ganz viel Verpackung und da ist nur eine Batterie drin, beziehungsweise ein Verbund. Kleiner Blick. Ich hab's gleich. Karton leer. Ein Verbund. So, und da haben wir hier den Perfect 4. Ich weiß gerade ja auch nicht, von wem das war. Von wem war denn das? Steht hier irgendwas? Wartet, ich find's raus. Ist ja auch egal. Cafferata? War das nicht von Cafferata? Oder CL4? Irgendwie sowas. Auf jeden Fall hier den Perfect 4 Verbund. Hatte ich noch nicht. Ist mal eine neue Marke und deswegen dachte ich mir, nimmst du den mal mit. Ich weiß jetzt noch nicht, ob der schon verleitet ist oder nicht. Kann man da reingucken? Nee, ist zu. Hab ich was zum Aufmachen hier? Nein. Typisch. Soll uns ja erstmal egal sein. Auf jeden Fall den Perfect 4. Was er gekostet hat, weiß ich gerade auch nicht mehr. Lass es 60 Euro sein oder so. So, machen wir mal weiter mit dem Paket hier, würde ich mal behaupten, oder? Ne, wir machen mal mit dem hier weiter. So, hier haben wir ganz viele Single Shots und sowas und Raketen, glaube ich. Ich hatte ganz viele Raketen bestellt. Wartet mal. So. Wir haben hier auf jeden Fall 5-mal die Aftershock Box XL, glaube ich. Nee, bloß die normale Aftershock Box. Vom Gesha sind halt Salutbombenrohre, soweit ich weiß. 5-mal. Kenne ich so noch nicht. Deswegen einfach mal zum Testen 5-mal mitgenommen. Und war noch relativ günstig, glaube ich. Also ansonsten hätte ich jetzt nicht 5-mal mitgenommen. So, dann haben wir hier noch den Summer King von Bröckhoff. Auch Salutbombenrohre. Ja, also wirklich sehr, sehr kleines Paket. 4 Stück drin. Habe ich, glaube ich, auch 5-mal mitgenommen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 5-mal. Und dann haben wir hier noch die anderen. Das sind Epic Shocks von Mad Dog. Mad Dog sagt mir jetzt so gar nichts. Von wem ist das? Cafferata. Also die sind von Cafferata, die Mad Dog. Sind auch kleine, sind sogar kleiner wie die Thunder, oder? Ja, also Verpackung ist ein Stück kleiner wie die Thunder King, sagen wir es mal so. Hiervon müssten wir, glaube ich, 10 mal haben. Hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, lass mal weg, 5, 6, 7, 8, 9 und 10.
Ja, wie viel Gramm haben die eigentlich? 10 Stück auf 4 Stück. 10 Gramm auf 4 Stück. Das sind 2,5 pro Bombenrohr. Also von den kleinen. Das ist eigentlich schon viel, wenn man so überlegt. So, und jetzt kommen eigentlich bloß noch Raketen, glaube ich. Also hier haben wir Knallraketen. Auch wieder von Kafferata. Ja, Mad Dog halt. Sind 6 Knallraketen, glaube ich, drin. 1, 2, 3, 6, ja. 6 Knallraketen. Ich weiß gerade nicht, was es kostet. Vielleicht 5 Euro das Set oder so. Werden wir sehen, wie die sind. Davon habe ich 3-mal mitgenommen. Also 3-mal das Kafferata Thunder Rocket Dingsbums da. Dann haben wir hier noch die Sirius Rockets von Geisha. Na, kann man das sehen? So, da haben wir es. Sirius Rockets von Geisha sind halt 5 kleine Raketen. Also die haben NEM technisch jeweils 15 Gramm. Und davon haben wir 5 Sets geholt. Also hier haben wir 1. Müssen wir mal gucken, hier ist das 2., das 3., das 4. und das 5. Ja, dann haben wir hier nochmal die anderen 4. Dann haben wir 5. So, dann haben wir noch ein Raketenset. Das sind jetzt hier die Plutonium Hero Rockets. Ja, also so sehen die aus. Ja, vom Design her spricht mich das jetzt so eher weniger an. Die Raketen haben aber alle 19 Gramm NEM, also fast Max-Raketen, muss man mal sagen. Also gucken wir mal, wie die sind auch von Rupro. Ja, davon haben wir natürlich auch 5 Stück. Eins packe ich schon mal weg. 1, 2, 3, 4 und 5. So, also haben wir davon auch 5. Und zum Schluss haben wir, glaube ich, noch ein Raketenset. Ja, genau. Das ist das Rocket Silence. Das ist auch von Rupro. Hier sind, ich glaube, 8 Raketen sind hier drin. 8 Raketen. Und die Raketen haben unterschiedlich von 12 bis 19 Gramm. Wir haben hier 4 19 Gramm Raketen drin und der Rest so 12 und 13 Gramm. Ja, also trotzdem noch relativ gut, muss man mal sagen, für so ein kleines Raketenset. Wie gesagt, davon haben wir 5, die lasse ich jetzt mal im Karton. Dann müssen wir die jetzt nicht extra nochmal auspacken hier für euch vor der Linse. So. So, und dann kommen wir schon zum letzten Paket. Hier sind eigentlich bloß noch 3 Artikel drin. Ich habe nämlich schon mal reingeguckt und aufgemacht. Also wir haben hier 2-mal nochmal Bombenrohre, und zwar die Sniper Shocks. Sniper Shocks, glaube ich, auch von Kafferata. Ja, genau. Sind auch von Kafferata. Jetzt muss ich hier mal drüben gucken. Hier haben wir eine NEM von 21 Gramm auf 6 Stück. Ja, genau, 21 Gramm auf 6 Stück. Ja, sind halt auch im F2 zugelassen. Ja, 2-mal zum Testen. Das waren bloß noch 2-mal da, sonst hätte ich davon bestimmt auch ein paar mehr genommen. Und jetzt haben wir hier noch 10-mal die Leslie Wolf. Ja, also eine kleine 8-Schuss-Batterie, die gab es, glaube ich, mal im Sonderpreis Baumarkt für, ich glaube, 3 Euro oder sowas. Also davon haben wir 10, die müssen wir jetzt mal rausholen, weil unten drunter ist noch was. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, genau, schmeiß weg, und 10. So, dann haben wir die schon mal fertig. Und der letzte Artikel ist auch wieder eine Batterie. Auch wieder 10-mal. Fragt mich nicht, was mich da geritten hat. Aber hier haben wir auf jeden Fall die Fox von Jorge, den M35. Kann man vergleichen wie die Cassiopeia. Ja, also ich kann das auch mal schlecht sagen. Silberpalmen mit bunten Spitzen, sage ich jetzt einfach mal. Ja, davon halt 10 Stück. Ne? Also, was haben wir hier für Millimeter? Steht das drauf? 20 mm, 16 Schuss. Ja, also eine relativ normale Batterie. Davon 10-mal. So, ich baue das mal ein bisschen auf und dann sehen wir uns gleich nochmal zum Duftsprüher wieder. Ja? Nein, also wie gesagt, ich baue das nochmal auf und dann sehen wir uns gleich mal zum Endresümee. So, Freunde, da haben wir alles einmal in der Übersicht. Ja, ein bisschen wenig Platz hier. Aber ihr habt die Artikel ja alle schon gesehen und von daher denke ich mal, dürfte das reichen. Ja, wie gesagt, eine kleine schöne Bestellung und
Ich hoffe, ihr hattet halt Spaß beim Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Video.